Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist mal wieder Zeit für ein angezockt, beziehungsweise eigentlich kein klassisches angezockt, denn Diablo 3 ist schon etwas älter. Aber heute will ich euch mal die neue Klasse, den Necromancer, zeigen. Der ist jetzt ganz frisch im Spiel erschienen. Ich selber habe den jetzt so eine Stunde lang, also er ist wirklich noch sehr, sehr frisch. Dementsprechend werde ich mir ja auch keine hohe Qualstufe zumuten, sondern nur Qual 1. Und da einfach mal ein Nephalem-Portal mit euch machen. Der Necromancer hat ein geiles Golem bei sich, Skelette und so weiter und so fort. Und dieses kleine, putzige, ja, Manschgall, sage ich da jetzt einfach mal, ist sozusagen mein kleiner Knecht. Der hebt mir alles Gold auf, sofern es denn eines gibt. Alles andere zeige ich euch einfach im Spiel. Wir schauen einfach, snacken ein bisschen rein, ein bisschen hacken Slay. Also, ganz easy peasy. So, jetzt kommen hier meine Skelette mir zur Hilfe. Ich habe so, das ist mein Golem. Klein, aber fein. Ansonsten, wie gesagt, gibt es hier noch diesen Speer als Fertigkeit. Die da durchs Wasser, oh Gott. Die da sozusagen durch den Boden dann da laufen. Ansonsten haben wir noch Knochenrüstung. Also, so ein paar Sachen, die ganz nice sind. Wie gesagt, wir machen wirklich was Entspanntes. Oh, ich muss hier noch schnell das Zeug loswerden aus dem Run davor. Ich habe natürlich schon einmal jetzt mal reingespielt, dass ich so ganz grob weiß, wo was ist. Wo ist denn hier? Man merkt, ich war immer in der anderen Stadt. Ist mir egal. Pass auf. Mal einfach. Weil da kenne ich mich aus. Bevor ich mich hier lang rumtue. Da weiß ich, wo was ist. So, das war alles nix. So, und das behalten wir jetzt mal schnell. So, zack. Und aufgehabt. Also, Nephalem-Portal. Ganz normales, einfaches. Ich habe auch schon ewig lang kein Diablo mehr gespielt gehabt. Also das ist wirklich auch für mich alles wieder Learning by Doing. Ansonsten, was muss man hier machen? Man muss hier einfach in bester Manier einfach alles kaputt hauen, was einfach so einen über den Weg läuft, bis dieser Balken hier voll ist. Und dann kommt zu der Endboss. Und das macht man, um so Schlüsselsteine zu bekommen. Und mit denen kann man dann nochmal größere Portale aufmachen, auch natürlich. Wenn man dann höhere Stufen spielt, dann geht es nochmal mehr ab. Aber... Oh, nicht da reinlaufen. Und klar, Nephalem-Portal oder Portalstufe 1 ist natürlich easy peasy. Da will ich euch jetzt nichts irgendwie großartig verheimlichen. Das ist jetzt nicht, wo man jetzt sagt, alter Schwede, Nephalem-Portal 1, du Hardcore-Skiller. Aber es geht ja darum, ein bisschen um den Chart zu sehen, was er so kann, wie er so abgeht, in Anführungszeichen. Und dafür geht das alles schon hier ganz gut klar. Und ihr seht, da explodiert schon einiges am Boden. So. Und wichtig ist, wie gesagt, hier einigermaßen. Das ist wichtig. Je schneller man ist, desto schneller hat man das Thema durch und kann wieder das nächste Mal das Ganze angehen. Weil am Ende des Tages zählt es einfach hier Diablo immer nur Items, Items und nochmal Items. Und dafür ist man einfach möglichst schnell da durchzukommen. Das ist das Ziel. So, und da kommen jetzt diese gelben und diese blauen Gegner. Das sind immer so Special-Gegner, kann man sagen. Und wir brauchen, der Necromancer braucht für alles eigentlich so eine Leiche, dass er so die dicken Damage-Skills raushaut. Und da ich ja noch eben recht frisch bin, loote ich auch alles. Weil ich kann echt noch vieles gebrauchen. Also der Char ist wirklich... Oh, was Grünes, mein erstes grünes Item überhaupt mit dem Char. Wie geil ist das denn? Und ihr seid live dabei. Lässig. So. Alles mal hier wegbomben. Der hat so Essenzen, diese Grundfertigkeit, und dann alles andere macht er mit den Leichen. Also das sind so seine zwei wichtigsten. Diese großen Obelisken, damit bekommt ihr einfach immer so ein paar Zusatzsachen. Entweder lauft ihr schneller oder ihr habt einfach die Möglichkeit, dass ihr irgendwelche Blitze schießt und die euch dann macht, irgendwie sozusagen richtig zum Berserker werden lassen.
oder natürlich schneller Lauf. Also da gibt es einiges. Und wenn wir jetzt mal hier sehen, jetzt ist da der Gegner und da kommen dann doch ganz schön gute Crits mittlerweile raus. Ja, ich hör die Skiller da draußen förmlich schon schreien, so von wegen, ja, Qual 1, was bist du für einer? Aber jeder hat mit klein angefangen. Ich wurde ja eh schon dank einer Zuschauerin aus Twitch hier auf diesen Stand gezogen, dass ich sozusagen jetzt hier so zocken kann, wie ich das jetzt zeigen kann. Und meinem Golem lasse ich auch immer schön die Leichen aufsammeln, weil der macht dann da mehr Schaden. Ob das jetzt die beste Skillung ist, wage ich zu bezweifeln, weil ich habe bisher wirklich einfach noch nicht damit befasst. Aber ich dachte mir, einfach jetzt mal daddeln und einfach mal ein bisschen hier euch das zeigen, was wie es hier so abgeht, wie Diablo ausschaut. Wobei viele das wahrscheinlich wissen werden. Ich denke mal, viele von euch werden Diablo gezockt haben. Zumindest Diablo 2, den Klassiker eigentlich schlechthin. Wer hat denn von euch Diablo gezockt? Natürlich eine nette Nebenfrage. So. Und jetzt, wie gesagt, ihr seht, der Balken, der füllt sich immer mehr. So. Und auch jetzt hier. Also mittlerweile geht es ganz gut. Vom Damage her. Man fühlt sich langsam sowohl auch auf Qual 1. Das hat schon mal anders ausgesehen, das kann ich euch sagen. Aber klar, es gibt 10 Qualstufen, also das ist die niedrigste von 10, wenn ich mich nicht täusche. Also da seht ihr, da ist und das steigt extrem an. Das ist jetzt nicht nur so mal, ja, das wird so ein bisschen happiger, sondern da merkt man schon definitiv einen Unterschied. Also das wird schon nochmal dann wirklich spannend und das macht es ja aus, die dickeren Items zu bekommen und dann am Ende des Tages so der richtige Checker zu sein. Da muss ich aufpassen. Auf diese muss ich auch aufpassen. So, schön auch alles aufheben am Boden. Die gelben Bubbles, sag ich mal, die machen hier diese Leiste voll. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Oh, 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 ein Goblin. Bleib da, bleib da. Renn da weg, ich fasse es nicht. Das Problem ist, ich habe hier keine Leichen. Ich kann eben nicht wirklich so einheizen, wie ich das gerne machen könnte. Wollte. Der läuft halt die ganze Zeit weg. Ihr seht es ja. Jetzt habe ich mal ein paar Leichen gehabt und jetzt konnte ich ihn wegmachen. Und der lässt halt hier ganz viele Rubine und sonstiges Gedöns fallen. Hat man gerade gut gesehen. Also auch da gibt es verschiedene Goblins, die verschiedene Sachen droppen lassen. Und jetzt ist hier der Portalwächter da. Das ist der Chef. Der hat jetzt ein Problem mit uns. Der Sandformer. Auch hier habe ich jetzt das Problem. Wenn man keine Leichen hat, dann spielt sich der echt mau. Also ohne Leichen ist der Damage auch nicht so hoch. Da muss ich mir jetzt... Natürlich, auch das könnte man sozusagen umgehen, dass man das Goblin zum Beispiel so hinstellt, dass der auch Leichen droppen lässt. Gibt's alles. Aber am Ende des Tages ist er besiegt. Der große Portalstein, der ist dann dafür da, um wieder weiter und höhere Portale aufzumachen. Und das war's auch schon. Das heißt, jetzt geht's zurück in die Stadt. Und jetzt will ich natürlich am Ende des Tages schauen, was habe ich denn da für einen geilen Ring mir abstauben können. So, das ist er hier. Ein Z-Ring. Und da sehen wir ein bisschen mehr Schaden.
Aber am Ende des Tages wichtig ist natürlich der Set-Bonus und ganz ehrlich, mir ist jetzt eigentlich total scheißegal, was der Zähigkeit und Erholung sagt. Hier macht er mehr Schaden. Ob die Stats jetzt gut sind, ist auch total wurscht. Am Ende will ich einfach erstmal nur ein bisschen den Char equipped haben. Ansonsten kann man mal nochmal durchgucken, okay. Ist da irgendwas dabei, wo mich hier nochmal verbessern würde? Würde ich sagen, das nimmt man auch mal mit. Bisschen weniger Schaden, aber als andere wird gepusht. Und ansonsten schaut es dann eher mau aus. Ja, das war's auch schon. Ich denke, so mal einen kleinen Einblick reicht dann da auch. Und ihr könnt euch mal vorstellen, natürlich, vielleicht werde ich irgendwann mal ein Vorher-Nachher-Video zeigen, wenn ich sehe, wenn der jetzt ausgestattet ist und ihr seht, hoppala, so kann das auch funktionieren. Ihr seht, so schaut das also aus, wenn man Damage macht. Ansonsten sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.